Yo Leute, was geht ab? Willkommen. Yo Freunde, was geht? Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute, ich würde sagen, ich habe die Anmoderation vergessen. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Und zwar heute zu einem neuen FIFA 23 Video. Und ich würde sagen, das war's von diesem besonderen Video. Lasst sehr, sehr gerne, ich hab's vermisst, mal wieder ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao! Einfach genossen. Genauso wie wir es in diesem Video machen. Es ist so reu. Digga, ey, das ist die schlechteste Auswahl, die ich noch in meinem Leben gesehen hab. 3x85! Oh mein Gott! Mal die 2. Toti! Nein! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ist dein Herz? Oh mein Gott! Portugal, haben die Portugal weit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Digga, der. Was? Oh mein Gott, euch lieb! Hä? Das kam so aus dem Nichts, ich hab grad auf mein Handy geguckt, hä? It was at this moment that he knew. He fucked up. Halt's mal! Klipp das! Denn so verarscht werden. Yo, einfach aus dem Mädchen geklickt worden, perfekt. Ich kann keine SBCs mehr abschließen, es geht nicht mehr. Ich mein's ernst. Das ist FIFA neu. Jupp, ich kann keine SBCs mehr schießen, es geht nicht mehr. Ich hab einen SBC-Ban, ist neu, glaube ich. Spam. Ich hab's mal bekommen, nein! Ich dachte, ach, nö! Ah, oh, was ist. Nein! Was ist. Bruno Fernandes, let's go! Ja, Junge! Let's go! Immer beliebt! Da ist er doch! Junge, was. Digga! Wie kann man so ein Hurensohn sein? Wirklich, Digga! Wie kann man so ein Jürgen in der Box? Es ist nicht möglich, einen Boden zu ziehen. Es ist einfach nicht möglich. Toti! Toti! Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich hab gesagt, ich zieh mit die Toti! Oh mein Gott! Nein! Ich bin der Gott! Oh mein Gott! Ich bin der Gott! Oh mein Gott! Ja, meine Stimme ist weg! Nein! Wir müssen Tote mit Ankara Messi machen, okay? Hallo Typle, hörst du auf mit Twitch, yo top? Hm. 100 Tage Stream, hab das dann auch dementsprechend geschafft. Bin auf jeden Fall dementsprechend auch sehr stolz darauf. Fazit: An einem Samstag eine Arbeit zu schreiben. Scheiße. Fucking Samstag. Um 8:30. Inzwischen. Absolute Katastrophe, sag ich dir ehrlich. Oh mein Gott, Alter. Und jetzt jemand! Ach du Scheiße. Wie ist es, Freunde? Signal Iduna, Hauptstadt. Sprachlos. Erste Mal Stadion nach 2,5 Jahren. Das ist unglaublich. Es ist nicht in Worte zu fassen. Sprachlos. Jetzt kommt Dortmund! 1-3! Scheiße, die ersten Leute gehen. Das war's wirklich komplett. Was macht Leipzig mit Dortmund? Alle Leute gehen.
Oh mein Gott! Es steht noch keine 1000. Ich glaub noch nicht dran. Wir haben 1000 Follower auf Twitch! Wir haben's! Wir haben's! Wir zünden sie jetzt! Ich weiß nicht, ob's geht! Geht's! Das war doch relativ laut. Let's go! 1000 Follower. Hey, danke, 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 danke. Vielen Dank. 1000 Follower. Gönn dir vom Herzen. Danke dir. Bin dein 1000ster. Ich weiß nicht, wer der 1000ste war. Danke, danke. GGs. Vielen, vielen Dank. Und mir bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen als vielen, vielen Dank. Der erste Meilenstein ist erreicht. Immer weiter, immer weiter. Worauf wartet ihr eigentlich noch? Geht auf den Stream-Highlight-Kanal. Und checkt das Video aus. Ist schon gezündet worden. Worauf wartet ihr eigentlich noch? Rüber jetzt. Zündung. Oh. Das ist das erste Mal für mich, dass ich allein in einem Hotelzimmer bin. Hä? Ist mir schon selber angegangen? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Here we go! Boom! Das ist doch mal ein stylisches Hotel. Picasso am Werk. Das ist eine schöne Ansicht. Oder start im Vlog. Ich hätte erst noch verpennt. Cool. Let's go. Jetzt das Elternhaus von Opa sein. Krass. Sehen können wohnen, dass sogar welche in diesem Abteil sind. Gehen wir da nicht hin. Es geht sogar theoretisch noch weiter da hoch. Und noch eine höher. Zum... Boah, nee. Sprachlos. Deswegen bleiben wir jetzt dementsprechend. Ey, das sieht so krank aus. Das sieht so krass aus. Ich bin mir nur sicher und natürlich auch schauen, wo man hintritt, wenn man da durchfällt. Eieiei. Hier in einer Bar. Ich bin der Einzige, in meinem Alter sitzen gefühlt nur Rentner. Hört euch das an, sitzt da im Hintergrund. Bitte, bitte schaut euch das an, wie alt die sind. Bin ich hier, der Mann macht das Stimmung. Der hat richtig Bock. Guckt euch das an, wie alt die sind. Wo bin ich gelandet? Ich hab's nie nicht vergessen. EA Sports. It's in the game. They ask you how you are, you just have to say that you are. Over and out, wieso ist hier Licht an? Was passiert? Er hat mir gerade ein Foto geschrieben. Ein Foto geschrieben? Here we go!
Das ist es. Leute angebracht wurde. Ich zeige ihn euch mal. Ich präsentiere ihn mal. Ich habe leider noch richtig schön gegengekloppt. Nein. Digga. Frank, Fernseher, Henrik. Oh, ich bin der Allmann des Vertrauens. Der war auch dabei. Lass uns einfach nach Hause gehen. Ich muss hier raus, ich muss hier ganz dringend raus. Hilfe. Überragend. Überragend. Also. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Merlin lebt! Um 6 Uhr morgens. Mit einer, oh mein Gott, mit beiden Händen. Oh, okay, okay, wir lassen das. Da, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Frühstück und dann ins Bett. Dokumentieren. Da ist er! Rainer, der allerechte, na? Dokumentiert. Ich will es den Leuten sagen. Ah, ich bin froh, dass du da bist. Dann muss man so. Ganz klar. Here we go. Was passiert hier? Was passiert hier? Ah ja, da sind wir doch. Wir inszenieren jetzt, als wenn ich das erste Mal auf der Gates bin, wo wir schon da waren. Moin. Zu nah, wir kommen gleich zu Tränen. Das ist schon krass, ey, nach 3 Jahren, ne? Boah. Ja! Hä? Warum? Steh ich nicht. Ja, Digga, ja. Life is good. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Professioneller Flugtest, okay. Jetzt hau jemand ab. Ja, was war das? Statement? Gehe ich jetzt hier rüber. So, wir sind da. Digga, es lag gerade alles. Okay. Geschichte ist vielleicht wahr. Was passiert denn jetzt? Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was? Ich habe nichts gedrückt. Sind hier Geister oder was? Sind hier Geister? Ich habe nichts gedrückt. Auf einmal läuft Musik. Okay, jetzt habe ich wirklich Angst. Jetzt wird immer schlimmer. Und ich sag mal so, viele Ideen waren da. Ich habe nicht mehr so viel versprochen. Aber die Umsetzung war natürlich immer noch relativ schwierig. Ich meine, man kann sich immer Ausreden suchen. Wenn man etwas will, dann kann man es auch schaffen. Ich war gerade so motiviert. Und jetzt? Wobei. Wir reden da nicht drüber. Das ist ein Grund, warum man FIFA einfach nicht spielen sollte. Das ist der Grund. Weil ich möchte es auch auf YouTube versuchen. Wie gesagt, ich möchte euch nichts versprechen. Ich möchte mich mit diesem Video selber motivieren. Weil ich daran glaube, dass hier viel mehr möglich ist. Und es ist eine Leidenschaft. Ich mache das Ganze jetzt seit über 6 Jahren. Und es lief auch mal anders. Und ich glaube, dass das Potenzial da ist. Nur wir müssen einfach versuchen. Er gesagt, auch ich muss versuchen, einfach mich mehr zu pushen, und ich glaube, dass wir das auch schaffen können, und deswegen auch dieses Video. So Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zu einem Robin oder oh, Tick Schere und Robin, nein, Hilfe, jetzt habe ich alles gesehen.
Teixeira und Gositz in einem Pack. Das ist ja ein Sechser im Lotto. Ich hab ihn. Beide Kanallegenden gezogen. Gositz geben wir Gold, Non-Rare, 350 Münzen, 400 Münzen. Ich würde euch empfehlen, sogar versuchen, 300 Münzen drauf zu bieten. Das am besten in der Nacht, um dann die maximalen Coins zu machen. Einfach auf Non-Rare-Karten 300, 350, vielleicht sogar 400 bieten. Aber ich am Montagmittag, ich investiere da rein, dann sind die teilweise schon 400, 500 Münzen wert. Deswegen investiert auf jeden Fall in die Non-Rare-Karten und Rare-Karten frühzeitig, um dann wirklich sehr, 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 sehr viele Coins zu machen. Wäre so cool, wenn das jetzt so blau werden würde. Wie viel war ich trotzdem mit, auch wenn es eigentlich... Ich hab's geschafft. Wir haben den besten Spieler gezogen. Es ist der beste Abschluss. Mario Mandzukic im Retro FIFA 18. Tun haben. Okay, Freunde, come on. EA, bitte enttäuscht mich jetzt nicht. Nicht zwei seltene Goldspieler. Das jetzt war das letzte Mal, wirklich. Bitte, EA, 100k-Pack. Digga. Dafür spiele ich kein Draft mehr. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Dann zieh ich wieder nur Scheiße. Oh, ich bin der Allmann des Talamalaku. So, Freunde. Neues YouTube-Video. Mein Gott, es ist wieder ein Jahr vorbei, wo ich wieder dieses Video aufnehme. Es ist unglaublich. Wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und damit ein herzlich willkommen. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute, ja, zu meinem Best-of vom Jahr 2022. Nochmal ein kurzes abschließendes Fazit von mir. Ja, das Jahr 2022 ist vorbei. Video kommt auch leider ein bisschen spät online, muss ich dazu sagen. Lag aber daran, dass ich in Berlin war und das Video auch ein bisschen vergessen habe, weil, wie ihr selber wisst, habe ich in diesem Jahr, glaube ich, lass mich lügen, ich glaube, 6 Videos hochgeladen. Deswegen ist das Best-of auch gar nicht mehr so lang, wie es eigentlich ist. Ich habe noch ein paar TikTok-Clips reingepackt, damit es ein bisschen mehr ist. Ja, was soll ich euch sagen zum Jahr 2022? YouTube-technisch war es das schwächste Jahr. Ich habe auch keine Videos gemacht, muss man dazu sagen. Twitch-technisch lief es am Anfang des Jahres relativ gut, muss man dazu sagen, durch gewisse TikToks. Hatten wir dann auch eine gewisse Zeit sehr, sehr viele Follower und auch viele Zuschauer gehabt. Das hat dann leider nach einer gewissen Zeit wieder abgebaut. Ich habe mit den 100 Tagen, die ich auch durchgezogen habe, dann, glaube ich, bei 103 Tagen aufgehört. Ja, und war leider immer noch an dem Standpunkt, wo ich seit Tag 1 war, was mich auch sehr gebrochen hat. Daraufhin habe ich halt in dem Jahr immer mal wieder mehr oder weniger durchgezogen. Auch da gab es natürlich teilweise leere Versprechungen, die ich jetzt zum Glück nicht mehr gemacht habe. Ja, sonst in dem Jahr, muss man dazu sagen, sind die 1000 Follower geknackt auf Twitch, was auf jeden Fall sehr, sehr besonders war. Und ja, wie gesagt, auch die 100 Tage natürlich. Sonst sehe ich, wie gesagt, was wir sonst so gemacht haben. Stadion-Blog, Urlaub in Berlin, Gamescom, wo ich in Templin war, auch ein Blog, auch dabei. Natürlich auch die 2 FIFA-Videos, die ich gemacht habe, auch nochmal. Es waren wirklich nur 2 FIFA-Videos, das ist echt krass. Es waren 2 ganze FIFA-Videos im Jahr 2022. Ja, und ich habe halt noch ein paar TikTok-Clips da noch mit reingenommen, damit es ein bisschen mehr ist und da noch ein bisschen mehr Gaming-Inhalt in diesem Best-of ist. Auf jeden Fall auch noch ein paar gute Clips. Ja, sonst im Großen und Ganzen, ja, war es gerade die letzten Monate ein bisschen schwieriger, muss man ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch im Stream des Öffnen angesprochen, das habt ihr auch gemerkt. Ich hatte natürlich wegen der Ausbildung auch nicht so besonders viel Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dennoch, wenn man was wirklich will, dann kann man es auch irgendwie schaffen. Man findet immer irgendwelche Wege. Und ja, im Endeffekt habt ihr es selber gesehen. Ich habe, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten, 8, 9, 10 Mal gestreamt. Einmal in einer Woche, dann mal 2 Wochen gar nicht. Das war für mich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, gerade am Ende des Jahres, gerade im, na, sagen wir mal so, ab Mitte Oktober bis Anfang Dezember, wo mir ja wirklich Zocken, so meine Leidenschaft einfach abhanden gekommen ist, wo ich wirklich eigentlich gar keinen Spaß mehr an dem Ganzen hatte und mich das so sehr gebrochen hat, weil ich auch zu dem Zeitpunkt ja mein ehrliches Video hochgeladen habe, wo ich nochmal auf meinen Werdegang eingegangen bin und was ich eigentlich alles vorhab und dass ich glaube, dass wir das zusammen schaffen können, was ich bis jetzt immer noch glaube. Der Glaube ist immer noch da und der Wille eigentlich auch. Ja, und umso unglücklicher war es halt, dass genau zu dem Zeitpunkt, was wirklich echt ein richtig schlechtes Timing war, mir ja FIFA und auch dieses ganze Gaming eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich aber gerne
gerne Videos bringen wollte und streamen wollte, aber mir das Spiel halt einfach keinen Spaß gemacht hat, was mich auch enorm gebrochen hat. Zum Glück habe ich das jetzt so in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Wochen geschafft, wieder in die richtigen Bahnen zu bringen, weil einfach die Motivation, Videos und Streams zu machen, jetzt noch ein bisschen höher ist und ich selber es mir nicht erklären kann, aber irgendwie habe ich doch wieder ein bisschen Bock auf FIFA bekommen und ich möchte das auf jeden Fall anpacken. Wie gesagt, das ohne Gewährangaben, ohne Gewähr, keine leeren Versprechungen, wie ihr es von mir kennt. Ich werde es versuchen, wo die Reise hingeht, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall immer noch einen Traum und ich glaube, dass wir das packen können. Ja, das ist nochmal so ein kleines Fazit von mir. Ja, wie gesagt, Real Talk Videos gab es in dem Jahr, glaube ich, nur 2. Das ging ja sogar noch. Ja, und waren auf jeden Fall wichtige Videos, gerade das letzte, wo ich, wie gesagt, meinen Werdegang erklärt habe und nochmal, wie der ganze Hase lief. Und dass ich halt wirklich viele Ideen habe, aber ich mich irgendwie nicht auf eine Sache fokussiere und dass so viele Sachen waren, dass es für mich schon eine Blockade war. Und ja, habe ich auch in dem Video erklärt. Ich denke, ihr erinnert euch alle noch an die Leute, die es sehen. Ja, und deswegen steht man halt da, wo man da steht. Aber ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg in diesem Jahr bisher. Ich habe schon sehr, sehr viele Sachen geschafft, die ich mir aufgeschrieben habe. Auch dieses Video und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und wenn ich das abgearbeitet habe, was ich gerade in dem Moment tue, hoffe ich, dass ich dann wirklich diesen klaren Kopf habe und da jetzt ordentlich durchziehen kann. Weil ich immer noch glaube, dass wir es packen können. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute abschließende Worte. Ja, und sonst zum Jahr. Es war, muss man leider ehrlicherweise sagen, ich glaube, insgesamt streamingtechnisch, videotechnisch, okay, TikTok lief gut, muss man dazu sagen, wenn ich es dann gemacht habe. Aber sonst Twitch-technisch, abgesehen vom Anfang des Jahres, war schon ein sehr, sehr schwaches Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Sonst, muss ich sagen, war es ein geiles Jahr. Die Sachen, die ich erlebt habe, die Videos, die ich gemacht habe, haben auch eine Menge Spaß gemacht. Auf die 1000 Follower, die 100 Tage gestreamt. War auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich der eine oder andere sich das nochmal anschaut. Mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Und ja, wir schauen, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, keine leeren Versprechungen. Ich habe trotzdem Ziele. Gerade im neuen Jahr. Da habe ich auch auf Instagram passend was gepostet. Könnt ihr auch so auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gerne abchecken. Nochmal hier eine kleine Promo am Rande. Auch sehr, sehr wichtig. Blende ich euch hier auf jeden Fall ein. Und da habe ich auch nochmal das ein oder andere verfasst, was ich mir in diesem Jahr vorgenommen habe. Davon mal abgesehen, muss man sagen, sowas kann man immer machen. Also ein Jahreswechsel ist nicht entscheidend, ob ihr eure Ziele dann wirklich im neuen Jahr sagen wir mal, zu jagen, sondern das kann man immer machen. Und bei mir ist es halt gerade auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wo es auch einfach sehr, sehr gut passt und trotzdem setzt man sich diese Ziele zusätzlich. Trotzdem sollte man das ganze Jahr tun, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ja, was die Ziele sind, ist, denke ich, klar. Jetzt nur YouTube-technisch, Twitch-technisch. Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir es schaffen, mit 40, 50 Zuschauern zu streamen, wieder aktiv bei TikTok durchzuziehen, auch aktiv zu streamen und auch mehr wieder mehr Elan zeigen, mehr Motivation im Stream, wieder diese Leidenschaft mehr fühlen, weil das ist auf jeden Fall ein bisschen abhanden gekommen und ich hoffe, dass das auf jeden Fall besser wird. Und ja, ich bin schon wieder motiviert, wenn ich hier so ein Video aufnehme, muss ich dazu sagen. Nur die Frage, wie lange sowas anhält. Ich hoffe einfach, dass wir das dementsprechend durchziehen können. Sonst der Klassiker halt, was man im neuen Jahr sonst alles besser machen möchte, ist, denke ich, klar, Sport, Ernährung und das Ganze. Nicht zu viele Gedanken und auch einfach fokussiert bei der Sache bleiben. Ja, wie gesagt, check gerne Instagram, hab ich noch einen kleinen Text zu verfasst. Das war's jetzt vom Video. Lasst gerne mal wieder ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hab's vermisst, ich sag's immer wieder, weil es zu selten ist. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall in dem Jahr. Des Öfteren wieder auf YouTube auch, zumindest auf meinem Highlight-Kanal, vielleicht auch hier, würde ich mich auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, keine leeren Versprechungen, aber ich denke, oder ich hoffe, dass wir das Ganze zusammen packen und dass ich mir auf jeden Fall den Arsch aufreißen werde und würde sagen, nochmal an alle ein frohes neues Jahr, auch wenn es schon ein bisschen spät ist. Dennoch würde ich sagen, das war's vom Video, lasst wie gesagt sehr, sehr gerne nochmal ein Like da, lasst ein Abo da zum zweiten, haut rein und bis zum nächsten Mal und ciao. Fokus. Das Jahr wird's.